Das hat gut getan für die ganze Mannschaft. Und jetzt haben wir 7 Punkte in den letzten 3 Spielen. Die Richtung stimmt einfach gerade und die Haltung stimmt und wir machen die Basics gerade gut, besser wie in der Hinrunde. Wir sind stabiler, auch wenn heute nicht alles gut war, weil wir dann doch auch Glück hatten, ja, kein Gegentor bekommen zu haben. Erste Halbzeit hatten sie 2 Chancen, einmal Pfosten noch und dann, klar, Elfmeter gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Aber grundsätzlich stimmt's. Und ja, ich bin froh, dass wir das, was wir gerade trainieren, dass es Früchte trägt und dass wir Schritte nach vorne machen. Genau auf diese Dinge haben wir trainiert, hart trainiert und jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit, nicht nur englische Woche, so wie vor Weihnachten. Und das zeigt auch, dass das Ergebnis besser wird und wir müssen einfach weiter jetzt auch arbeiten, weil das ist alles nicht 100%, aber wir sind dran. Ich glaube, dass wir heute uns einen, ja, im Nachgang schönen Abend beschert haben, weil wir sehr hart gearbeitet haben. Ja, ich glaube schon, die Grundlage war dann die Art und Weise gegen den Ball, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Und da haben natürlich dann auch gewisse Sachen reingespielt. Wieder gehaltene Elfer von Olli, das ist natürlich top. Und natürlich dann auch so ein Spielverlauf durch, ja, die Effektivität dann Elfmeter auch zu machen. Grundsätzlich muss nicht sein, dass wir jedes Mal Elfmeter kriegen. Ja, bin aber froh, wenn ich auch da was habe, wo ich der Mannschaft gerade aktuell helfen kann. Und ja, aber heute war es so, dass es wichtiger war, zu Null in die Halbzeit zu gehen, weil das war 2-mal sehr eng. Und ja, Elfmeter ist immer schön, ja, für den Torwart dann. Trotzdem halten wir es wie in den letzten Wochen auch. Wir wissen auch, dass wir heute Phasen hatten, wo wir vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen können, wo wir ein bisschen mehr Kontrolle auch hätten haben können. Aber in der Phase, in der wir stecken, ja, nehmen wir die Punkte mit. Die Stabilität, die gewonnene, nehmen wir auch mit und schauen nach vorne. Ich glaube, wir sollen nur auf uns schauen, dass wir diese Entwicklung weitergehen, die wir gerade gehen. Und das sollte der Weg sein. Und so wollen wir dann auch weitermachen, dass wir stabil bleiben. Wir haben auch gute und auch schlechte Erinnerungen von Munich. Aber das ist, der Ball ist rund und das wird 95 gespielt Minute und dann ist alles möglich. Und jetzt erholen wir ein paar Tage und dann können wir auf Bayern fokussieren. Wir müssen uns aber auch da wieder, ja, steigern. Defensiv war es heute ordentlich, war nicht alles gut, haben ein paar Mal Glück gehabt, so wie vorher erwähnt. Da verbessern und natürlich dann auch Spielen mit Ball verbessern, auch wenn wir heute 3 Tore gemacht haben, aber so Ballbesitzphasen brauchst du dann auch gegen Bayern, die werden wichtig sein, ja, dass du auch ein bisschen Entlastung hast und nicht immer nur den Ball hinterher rennst.